die frisch promovierte Frau Dr. Nina Händel-Eckhoff vorzustellen. Nina, kommst du vor? Mit meinem Referat möchte ich eine Antwort auf die Frage geben, die den zweiten Teil unseres gemeinsamen Manga-Morgens rahmt. Comics im Museumsraum, Comics ausstellen, vorstellen, kaltstellen. Hierfür muss ich allerdings das Fragezeichen gegen ein Ausrufezeichen ersetzen. Nach meinen Erfahrungen mit Comic-Ausstellungen sind die Präsentationsweisen stark begrenzt und orientieren sich eher an Altbewährtem, am Hängen, Stellen und Legen. Dadurch wird der Fokus auf die thematische Vorstellung des jeweiligen Comics gelegt, auf das bezugnehmende Genre oder den Comic als exemplarische Stellvertretung für das gesamte Schaffen des jeweils involvierten Comic-Künstlers oder Comic-Künstlerin. Comics als visuell taktiles Medium, da ist es, das in der Rezeption über visuelle, materielle und die handhabenden Eindrücke erschlossen wird, werden aufgebahrt, nur aus Distanz ansichtig und somit kaltgestellt. Um mein Plädoyer für die Handhabung weiter aufzuspannen, werde ich gängige Modi des musealen Ausstellens von Comics thematisieren und anschließend Überlegungen zu einer veränderten Präsentation von Comics als materielle Artefakte im Ausstellungsraum vorstellen. Einen umfassenden Einblick in die Ausstellungspraxis von Comics bietet das Brüsseler Comic Strip Center. Auf mehreren ineinandergreifenden Ebenen sind dort Dauerausstellungen zu sehen. Außerdem finden sich wechselnde größere Ausstellungen im obersten Geschoss und kleinere Ausstellungen zu zeitgenössischen Comicproduktionen in der sogenannten Galerie. Die KuratorInnen des Comic Strip Centers setzen auf Informationsvermittlung durch ausgreifende Erklärungstexte, die Integration von Originalzeichnungen und das Vergrößern von Panels und Comicdarstellungen. Zusätzlich hierzu sind die Exponate durch skulpturale Umsetzungen von Comicfiguren und Comic-Ensembles ergänzt. Hier als Beispiel zu sehen ist Little Nemos berühmtes, in Jugendstil-Ornamentik ausgreifendes Bett. Derartige figürliche Ergänzungen lockern den Ausstellungsparcours auf und schaffen strukturierende Ruhepole zwischen den textlastigen Elementen. Auch wenn ich hier, und das sehen wir jetzt, exemplarisch lediglich zwei Ausstellungsansichten älterer Schauen zeige, so sind diese Stell-, Lege- und Hängeweisen aus verschiedenen Comic-Ausstellungen wohl bekannt und wiederholen sich auch weiterhin stetig. Sie sehen hier links einen Ausschnitt der Wanderretrospektive Art Spiegelmans Comics, die von September 2012 bis Januar 2013 im Kölner Museum Ludwig zu sehen war. Und rechts die in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen gezeigte Ausstellung Rute Sauer Flicks, das ist doch keine Kunst. Moment, einmal zurück. Ähnlich wie im Brüsseler Comic-Museum werden auch hier handgezeichnete Comicseiten, Skizzen und Vorzeichnungen als Original an die Wand gehängt und damit ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Hefte und Bücher werden in Schaukästen und Vitrinen präsentiert. Dadurch wird zwar das Buch bzw. Heftcover oder aber die einzelne aufgeschlagene Doppelseite zugänglich, diese stehen dann aber stellvertretend für den gesamten Comic oder das übergeordnete Thema der Ausstellung. Diese gängigen Präsentationspraktiken sind für Objekte mit Einmaligkeitscharakter und kostspieligem Wert entwickelt. Beides Eigenschaften, die für Comics eher selten gelten, weil sie meist in hoher Auflage erschienen oder noch im Handel erhältlich sind. Außerdem, das haben wir auch heute in der Diskussion schon gehört, haben wir eben dann diese Originalzeichnungen als die tatsächlichen Akteure im Raum. Aber eigentlich sind diese Zeichnungen ja nur Mittel, um das Buch drucken zu können, um die Vorlagen zu haben, um dann das fertige Buch oder den fertigen Comic im Digitalen zu haben. Zudem verwehren diese Präsentationsform einen wichtigen Aspekt von Comics, nämlich ihre Handhabung. Comics geschlossen oder auf einer Seite aufgeschlagen in Vitrinen zu präsentieren, bedeutet, wichtige Aspekte ihrer visuell-taktilen Beschaffenheit zu negieren, nämlich, dass sie geblättert werden müssen und erst in der Handhabung erschlossen werden können. Wenn also die spezifische Materialität und Handhabung von Comics einbezogen werden soll, können gängige Ausstellungskonzepte nicht mehr gänzlich greifen und erfordern eine comic-spezifische Erweiterung der Präsentationsmodi. In dieser Erweiterung ergeben sich aus meiner Perspektive zwei Optionen. Erstens die Anpassung des Comics an den Ausstellungsraum und zweitens die Anpassung der Ausstellungsmöglichkeiten an Comics. Bei der ersten Anpassung
handelt es sich um die Betonung des spezifischen Ausstellungsortes, die Berücksichtigung der Ausstellungsarchitektur und des musealen Kontextes. Dies geschieht beispielsweise durch raumgreifende Wandarbeiten, bei denen KünstlerInnen eine Comic-Erzählung auf die Wände bringen. Der Comic passt sich demnach also an den Ausstellungsraum an, um ausstellbar zu werden. Das werde ich jetzt im Rahmen meines kurzen Referats nicht weiter beleuchten. Ich fokussiere mich auf das Zweite. Und zwar bei der zweiten Erweiterung geht es nicht um die Anpassung von Comics an den Ausstellungsraum, sondern umgekehrt um die Anpassung der Ausstellungsmöglichkeiten an Comics als materielle Artefakte. Eine zugespitzte Frage wäre demnach, geht es tatsächlich um den Comic in seiner materiellen und medialen Erscheinung, wenn Bücher und Hefte in eine Vitrine ausgelegt werden, wenn Teile oder Figuren extrahiert werden aus den Comics und eben vergrößert oder als Skulpturen ansichtig werden. Welche Bedeutung wird den Comics als materielle Artefakte für eine Ausstellung beigemessen, wenn sie lediglich am Rande in einer Leseecke platziert sind und damit separat zur Ausstellung zur Beschäftigung einladen? Ich plädiere daher für die Möglichkeit, Comics handzuhaben, sich lesend und betrachtend innerhalb der Ausstellung mit ihnen auseinanderzusetzen und sich bewegen zu können. Neben den weiteren Informationen und Erfahrungsmöglichkeiten, die eine Ausstellung generieren kann, wäre damit auch ein Mehrwert für die Rezeption eines Comics geschaffen. Die aktuelle Ausstellung Manga Reading the Flow hier im Museum Riedberg unternimmt in Teilen eine derartige Erweiterung der Ausstellungsmöglichkeiten von Comics. Im Falle der Plexiglasbox sogar unter Berücksichtigung derzeitiger oder vermutlich gültiger Richtlinien für den Corona-Schutz. Ja, aber ich finde, also das passt ganz gut zum derzeitigen Stand. Also ich habe auch überlegt, wie kann man denn solche papierenden Comics überhaupt ausstellen? Muss es nicht eigentlich desinfiziert werden? Wie soll man das machen? Und da dementsprechend so als Side-Effekt funktionieren die Boxen, die es eben auch in Japan gibt, sehr gut auch für derzeitige Notwendigkeiten. Zum Abschluss meines Referats möchte ich Ihnen nun einen Comic aus meiner aktuellen Forschung vorstellen und danach fragen, wie dieser Comic zum Ausgangspunkt einer Ausstellungserfahrung werden könnte. Bei diesem Comic handelt es, wir haben es gerade schon kurz gehört, um Building Stories des US-amerikanischen Comic-Künstlers Chris Ware, der 2012 veröffentlicht wurde. Building Stories besteht aus einem Stülpdeckelkarton mit insgesamt 14 in ihrer Form teils stark variierenden Druckerzeugnisse. Darunter befinden sich Zeitungsformate, Hefte mit Klammerbindung, ein großes Hardcover-Buch mit Leineneinband, ein gefalteter Spielplan, Leporellos sowie ein kleines Hardcover, das in Gestaltung und Format an ein Kinderbuch erinnern lässt. In diesen unterschiedlichen Formaten wird die Geschichte von 5 BewohnerInnen eines Chicagoer Mietshauses erzählt. Eine junge Frau, ein heterosexuelles Paar mittleren Alters, die ältere Vermieterin sowie Branford die Biene. Und auch das Mietshaus selbst fungiert darin als Protagonist. Die Themen, die rund um das Mietshaus umkreist werden, sind geprägt von Alltäglichkeit, Einsamkeit und zwischenmenschlicher Distanz, was in starkem Kontrast zu den vielfarbigen Comicseiten und den teils an Kinder gerichteten Publikationsformaten steht. Auch zu Building Stories gibt es eine Referenzausstellung. Pünktlich zur Veröffentlichung gab es im Herbst 2012 eine zweigeteilte zeitgleiche Ausstellung in der Adam Baumgold Gallery in New York sowie in der Carl Hammer Gallery in Chicago. Die einzelnen Bestandteile von Building Stories wurden hier, wie fast nicht anders zu erwarten, in eine Auslagevitrine verbannt. An den Wänden des Ausstellungsraums wurden getuschte Originalzeichnungen mit blauer Unterzeichnung aufgehängt. Mittelpunkt der Ausstellung war ein käuflich erwerbbares und limitiertes Modell des Chicagoer Mietshauses zum Selbstbasteln. Dies wurde in fertiggestelltem Zustand in einer Vitrine ausgestellt. Und wenn ich mich nicht täusche, ist es auch das von Chris Ware selbst zusammengebaute Exemplar, das ausgestellt wurde. Damit greift also auch hier wieder die Auflockerung durch skulptural anmutende Ausstellungsobjekte, die ich schon anfangs thematisiert hatte. Während Building Stories also ein unwirtliches und nicht handhabbares Dasein hinter Glas fristet, werden die Originalzeichnungen und das Modell zu den Hauptakteuren der Ausstellung erklärt.
Würde man nun aber den Fokus weg von den Zeichnungen und dem Modell lenken wollen, wäre eine dezidierte Auseinandersetzung mit Building Stories unabdingbar. Dies illustriere ich beispielhaft anhand einer Doppelseite aus dem großen Hardcover-Buch mit Leineneinband. Direkt nach dem Aufschlagen findet sich darin eine diagrammatische Darstellung. Ausgangspunkt, so viel kann man nach kurzer Orientierung sagen, ist ein Panel auf der rechten Seite. Moment, kann man, ja, hier. Dafür muss das Comicbuch allerdings gedreht werden, was ich jetzt hier auch nicht so gut kann, deswegen, tatatata, habe ich das Buch auch nochmal so dabei. So, zunächst also erst einmal drehen, um von hier ausgehend dann hier diese verschiedenen Kreisbewegungen zu erschließen. Die diagrammartige Darstellung zeigt sich als Gedankenkonstrukt, das von einer im Bett liegenden Frau ausgeht und sich nur in ständiger Drehbewegung in Gänze erschließen lässt. Also das heißt, im Grunde müsste man jetzt die ganze Zeit dieses Buch drehen, damit man diese verschiedenen Gedankengänge auch tatsächlich nachvollziehen kann. Diese Darstellung ist an die Materialität des Buches gebunden und kann nur mit großen Einbußen in Bezug auf die Rezeptionsmodi an die Wand gehängt werden. Anders ist es bei dieser Darstellung, die ich Ihnen jetzt gerade zeige. Es handelt sich dabei um die dazugehörige Originalzeichnung, die auch im Rahmen der Ausstellung zu Building Stories zu sehen war. Hier ist die Ausrichtung der Seite durch die am unteren Bildrand situierten Panels klar vorgegeben. Also wir haben im Grunde eine Art Sockel, auf der das Gedankenkonstrukt fußt. Außerdem macht Ware hier auch den Status der weiblichen Figur unmissverständlich klar, indem er in der linken oberen Ecke oberhalb des Diagramms ein Emblem mit der Büste der Protagonistin sowie ein umlaufendes Band mit den Worten "Your Narrator" ergänzt. Das kann man hier nur relativ schlecht sehen, aber es ist vorhanden. Obwohl die diagrammatische Struktur im Zentrum der Skizze noch immer von allen Seiten wahrgenommen werden muss, ist damit dennoch eine klare vertikale Ausrichtung der Darstellung vorgegeben. Und diese begünstigt daher die gerahmte Ausstellung an der Wand. Im Kontext einer Ausstellung stellt die getuschte Zeichnung eine wunderbare Ergänzung zum gedruckten Comic dar, da sie den Gestaltungsprozess und außerdem das Entwickeln und Verwerfen von Ideen sichtbar macht. Dies funktioniert allerdings nur in der Zusammenschau mit der Doppelseite im gedruckten Comic, die in irgendeiner Weise im Ausstellungsraum zugänglich gemacht werden müsste. Die Frage nach der Ausstellbarkeit von Comics ist aber nicht allein an gedruckte Comics gebunden und an diesen zu verhandeln. Es ist selbstverständlich, dass Comics nicht an einen gedruckten Träger zurückgebunden werden müssen. Dies zeigt bereits die Gegenüberstellung der Manga-Erzählung von Christina Placker und die Scroll-Manga-Variante von Gu Bon Won hier in der Ausstellung. Stefan Packert wird gleich da auch noch ausführlicher zu digitalen Comics sprechen. Ich benenne hier lediglich noch einen Aspekt, und zwar die Zusammenschau von analogen und digitalen Comics, ihre jeweilige Wirkweise und Veränderung in Bezug auf das visuell-taktile Erzählen, denn dies wäre auch mit Building Stories erschließbar. Ein Auszug eines der Heftformate aus Building Stories wurde 2011, also ein Jahr vor der Veröffentlichung des gedruckten Comics, als digitaler Comic mit dem Titel Touch Sensitive veröffentlicht. Um nun also eine Ausstellung ausgehend von Building Stories zu entwickeln, müsste den Besucherinnen und Besuchern der Comic bzw. Auszüge daraus mit auf ihren Weg durch die Ausstellung gegeben werden. In der direkten Auseinandersetzung mit 2 bis 3 Bestandteilen des Comics können dann die weiteren Ausstellungsbestandteile, etwa Originalzeichnungen, skulpturale Elemente oder auch weitere kulturelle Artefakte, in Beziehung gesetzt werden. Auch digitale Comics könnten auf diesem Wege in die Ausstellung integriert werden, entweder über digitale Leihgeräte oder aber als Inhalte einer Museums-App, die auf die Handys oder Tablets der BesucherInnen geladen werden können. Ein derartiges Konzept ist natürlich mit kostenintensiven Faktoren verbunden. Wollte ich jetzt nicht verheimlichen. Die digitalen App-Inhalte müssen konzipiert und umgesetzt werden. Es bräuchte Personen, die die Comics ausgeben und wieder entgegennehmen. Die digitalen Geräte müssen auf Funktionstüchtigkeit geprüft und gegebenenfalls instand gesetzt werden. Es müssten nach gewisser Zeit wegen Abnutzung oder Verlust neue Comics angeschafft werden und. Dennoch scheint mir angebracht, die Ausstellungsmöglichkeiten von Comics in diese Richtung weiterzudenken.
Damit wird der Comic als materielles Artefakt in den Fokus gerückt, statt ihn durch Originalzeichnungen, skulpturales Beiwerk oder ausladende Ausstellungsarchitektur zu übertönen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Danke, Nina, wunderbar, zeitlich auch. Also ehrlich gesagt wollten wir ja so eine Internetverbindung in die Ausstellung legen, aber es gibt auch WLAN-Probleme und Ähnliches da drüben. Ne? Mhm. Zum Beispiel für die Mitmachecke haben wir gedacht, das muss ja nicht jeder vor Ort zeichnen und die Geschichte zu Ende denken, sondern spannend. Das hätte man ja auch so und dann hochladen können und dann hätten alle abstimmen können, was ihnen gefällt, Like oder nicht Like oder so eine Geschichten, aber es war technisch auch nicht möglich. Ne? Ja, wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht nach jedem Referat ganz kurz ein paar Fragen, Kommentare zulassen, ist besser als jetzt drei Sachen hintereinander am Stück zu hören und dann erschlagen zu sein und nicht mehr diskutieren zu wollen. Ja, da drüben bitte. Hallo, danke für die Präsentation. Ich habe mich auch schon immer gefragt, woran eben, was eigentlich an Comic-Ausstellungen spannend ist. Ich habe schon ein paar Mal besucht, vor allem beim Fumetto in Luzern. Und fand auch immer, Comics sind eigentlich nicht so geeignet für Ausstellungen, obwohl ich da gemerkt habe, eigentlich müsste man mal die Besucher fragen, warum kommen sie überhaupt und schauen sich das an. Weil es gibt doch viele, die wollen die Originale der Künstlerinnen und Künstler anschauen, einfach mal sehen, wie sieht das Original aus. Und statt zum Beispiel nur einzelne Seiten rauszunehmen und zu zeigen, vielleicht auch den Werdegang einer Seite, insofern sie halt noch physisch erstellt worden ist. Ich weiß nicht, wenn es dann digitale Comics sind, das ändert sich dann wieder. Das andere Thema finde ich irgendwie, Chris Ware, finde ich, ich glaube, alles, was man beim Chris Ware ausstellt, ist sehr spannend, auch von der Art her, wie er halt das macht. Seine Comics entstehen auf Papier, sind aber auch selber schon sehr, sehr interaktiv, wie man das lesen muss. Da funktioniert es und ich frage mich aber, ob man das mit allen Comic-Künstlerinnen was Gutes rüberbringen kann. Also ich nehme wie an, es gibt Comics, die eignen sich vielleicht für Ausstellungen und auch so Ausstellungen, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, die sehr interaktiv sind und andere vielleicht auch weniger, frage ich mich jetzt halt mal. Also Chris Ware, finde ich, ist ein super Beispiel, weil der gibt schon sehr viel her und da lohnt es sich schon mal, seine doch fast einzigartige Erzählform mal darzustellen und zu zeigen. Ja, danke für die Hinweise und die Nachfrage. Ich würde sagen, dass grundsätzlich den Comic als tatsächlich physisches Objekt in den Ausstellungsraum stärker präsent zu machen. Also das würde ich jetzt gar nicht an bestimmte Künstlerinnen oder Künstler binden wollen, weil das eigentlich eher vielleicht auch eine kuratorische Entscheidung ist. Möchte ich jetzt das Comicbuch stärker präsent machen oder geht es mehr darum, dass es eine Ausstellung über einen spezifischen Comic oder ein Thema oder eine Ausrichtung ist. Also ich würde sagen, das ist erstmal tatsächlich eine kuratorische Entscheidung. Und dann ist es aber, die Umsetzung ist dann ganz klar eng daran geknüpft, welche Comic-KünstlerInnen sind beteiligt an der Ausstellung, wie viel wollen die eigentlich preisgeben. Es gibt ja auch genug Personen, die einfach sagen so, der Comic ist fertig, ich habe noch Originalzeichnungen, die könnt ihr nehmen, macht, was ihr wollt damit, aber lasst mich mit allem Weiteren, mit Produktionsprozessen, da wollen teilweise Menschen dann eben nicht so starken Einblick geben oder eben sehr viel. Also ich glaube, das entscheidet sich dann tatsächlich in der Umsetzung. Die Frage, wo setze ich das Comicbuch oder den Comic, den Webcomic oder wie auch immer, welches Produkt es dann am Ende eben ist, wo setze ich den an und wie viel Präsenz gebe ich dem in so einem Ausstellungsraum? Das ist, glaube ich, jetzt erstmal eine kuratorische Entscheidung tatsächlich, bei der aber natürlich, also die Originalzeichnungen, das verstehe ich auch völlig, das ist ja auch spannend, sich das anzugucken und zu schauen, okay, ist da viel Unterschied zu dem Comic, den ich so im Kopf habe oder der eben dann vielleicht im Ausstellungsraum auch präsent ist und man dann sagen kann, gut, ich kann direkt vergleichen, also wie sind die Unterschiede und sind da vielleicht doch Unterschiede, auch wenn man es an den Zeichnungen jetzt gerade gar nicht so genau erkennen kann. Aber mit dem Comic dann vielleicht ja doch mehr. Ist wieder bei den Unikarten, ne? Ich habe eine Frage zur Prämisse, das hast du überhaupt nicht jetzt beleuchtet. Was ist denn überhaupt die Intention der Ausstellung? Das kann ja auch, also ist es
Weil ich habe ja den Vorteil bei Comic, ich kann am Schluss im Shop das kaufen und dann mitnehmen. Mhm. Und also, oder geht es darum, dass die Ausstellung in sich quasi geschlossen ist? Oder das ist, nehme ich an, oder was will man herausarbeiten? Ist das Teil? Also wozu Comic-Ausstellung? Ne? Oder ja, oder wie fest muss sie in sich abgeschlossen sein? Also, weil eben ich habe die Möglichkeit sonst in einer Ausstellung quasi jetzt eben sagen wir, der, kann ich ja nicht am Schluss eine japanische Schriftrolle kann ich nicht mitnehmen. Mhm. Also ja, ja, nicht legal. So kann ich Comic kaufen, ja. Genau, aber es ist, also dann hilft mir das eher im Nachgang. Also wenn mir die Ausstellung oder wenn mir der Zeichenstil oder was auch immer gefallen hat, dann kann ich mir später den Comic kaufen. Hilft mir aber vielleicht nicht unbedingt in der Präsenz in der Ausstellung, mich mit den Exponaten stärker auseinanderzusetzen. Also man kann dann über die Erinnerung, könnte man, ach ja stimmt, da war was mit der Zeichnung, aber eigentlich müsste man dann nochmal hin, um sich das dann nochmal genauer anzugucken, wenn man nämlich später den Comic hat und denkt, ach Moment, war das nicht in der Zeichnung anders? Oder, also ich glaube, dass die Synergieeffekte zwischen dem Comic, dem, was man dann auch tatsächlich zu Hause haben kann, und dem, was man nur vor Ort sehen kann, dass die einfach viel präsenter und viel besser genutzt werden könnten, aus meiner Perspektive, als es bisher halt der Fall ist. Und deswegen finde ich das eben auch wichtig, den Comic stärker in der Ausstellung ja, zur Präsenz zu bringen, als halt, wie gesagt, in einer Leseecke, die am Ende ist. Mhm. Hier in der Ausstellung, ihr habt das ja direkt an den Anfang gepackt, was ich auch sehr schön finde, weil man halt wirklich sofort auf die Manga-Leseecke kommt. Aber es ist halt dennoch noch ein bisschen stärker voneinander getrennt, einfach weil die Ausstellung konzeptuell an das Handhaben und an Fragen der Auseinandersetzung herangeht und dann eben einen neuen Comic entwickelt hat und den dann bespricht. Mhm. Also da ist das klar, dass das so also aufgeteilt ist. Aber ich wünsche mir das eben, dass das auch ein bisschen stärker auf die Richtung in Zukunft irgendwie auch geht, dass die Comics da präsenter sind und nicht, also bestimmte Sachen wie Handhabungsweisen, die, wie ich das jetzt an dem einen Beispiel gezeigt habe, die sind, glaube ich, einfach echt schlagend. Also auch was Blättern angeht, was solche Flows angeht, das kann man tatsächlich nur in der Auseinandersetzung entwickeln. Und da können dann eben die restlichen Bestandteile, die ihre, also die gut sind, dass sie integriert sind in der Ausstellung. Ich wollte jetzt auch nicht, dass es sich anhört, als müsste jetzt alles andere abgeschafft werden, sondern es wäre schön, wenn da Synergieeffekte besser genutzt werden und der Comic als materielles Artefakt auch wirklich im Raum mit integriert wird. Für mich stellt sich ein bisschen die Frage, was ist das Maximum, das man erreichen kann, wenn man das Erlebnis vergrößern will. Denn wenn nur das Buch ausgestellt wird auf einem White Cube, läuft das Ganze Gefahr, dass das eine Installation für sich wird und ein neues Kunstwerk von jemand anderem. Wenn ich ein Maximum an Hintergrundinformationen vermittle, dann mache ich etwas anderes, als einfach nur das Buch den Leuten näher zu bringen. Was sind da die Möglichkeiten, die Sie sehen, oder was ist das Maximum, das Sie anstreben? Also die Spannweite, die Sie gerade aufgezeigt haben, also das ist, glaube ich, auch die Spannweite, die ich gerade sehr stark präsent sehe. Also was ich vorhin meinte, aber nicht weiter ausgeführt habe, mit der Comic passt sich an den Ausstellungsraum an, das wird in die Richtung gehen. Also dass man dann eben tatsächlich so eine, die Erfahrung von einem Comic übersetzt in die Wand, genau, in den Umraum, der einen umgibt. Und dann hat man auf einmal den Comic, der um einen rum geschieht, sowas. Das finde ich hochspannend als Konzept und sich da, also das hat auch nochmal ganz interessante neue Aspekte einer Ausstellungserfahrung. Aber genau das, was mein Plädoyer wäre, da kommt eben dann nicht der Comic als das materielle Buch in Erscheinung, dass er halt also in sehr vielen Comic-Ausstellungen einfach ist, sondern da wird dann was Neues gemacht und kreativ nochmal und künstlerisch nochmal daran geschraubt und noch was Neues gemacht.
Und für mich wäre es dann tatsächlich, also wenn man diese zwei Pole hat, wäre meins dann irgendwie so im mittleren Bereich, aber mit Tendenz zu dem, man versucht da konzeptuell wirklich eine Kunstausstellung zu machen, die aber einfach als Ausstellungsgegenstand ein blätterbares, ein handhabbares Objekt hat. Und man versucht, das zu realisieren und auf verschiedene Arten und Weisen zugänglich zu machen. Wie ist das handhabbar? Aber vielleicht müssten wir dann auch noch mal darüber reden, welche Erfahrungsmöglichkeiten... Ist denn für Sie das Original das Buch oder die Zeichnung? Tricky Frage. Also im Grunde ist für mich das Original, also das Artefakt, um das es mir geht, ist das Buch oder der fertige Comic. Denn die Originalzeichnung ist eben der Weg dahin. Und dementsprechend sind dann die Originalzeichnungen, sind eben dann die Zeichnungen oder die Vorabskizzen oder was auch immer, also zum Produktionsprozess dazugehört. Und ist für mich dann eher Mittel zum Comic, zur Realisierung des Comics. Und dementsprechend möchte ich auch das eben so voranbringen oder weiter daran denken, dass eben dann dieses Produkt, das am Ende da steht, dass dieser Comic, dieses Artefakt, dass der auch mehr in Erscheinung tritt im Ausstellungsraum. Und so, das ist im Grunde der Background meiner Fragen, die ich da an den Comic stelle. Wir haben jetzt noch zwei Wortmeldungen. Einmal die Herren hinten und die Dame hier vorne. Und vielleicht kann er auch als Kommentar kommen, muss ja nicht Frage sein. Ja, ist jetzt ein Kommentar von einem Kunden wieder, oder? Ja. Was bringt einen dazu, in so eine Ausstellung zu gehen? Also ich gehe jetzt, die Lust habe ich vorhin erwähnt, da gehe ich hin, weil ich kenne ein Buch und da gibt es im Cartoon-Museum eine Ausstellung. Also gehe ich deswegen dahin. Das Buch kenne ich ja und die Zeichnung kenne ich. Mhm. Was, wenn ich dann zufrieden heimgehe, war das, weil man die Personen kennenlernt und auch Sachen, von denen ich nie was erfahren hätte, also auch da abgebildet wird. Also man muss vielleicht wirklich stark überlegen, warum geht jemand hin und wie soll der wieder weggehen. Und das andere ist natürlich diese Originalzeichnung. Also nehmen wir ein Beispiel wie ein Saint-Pé. Die gucke ich mir wahnsinnig gerne an, aber im Prinzip bin ich dann ein bisschen enttäuscht, weil wenn die hochwertig reproduziert und veröffentlicht werden, sehen die ja, also für mich als Laie sieht die Originaltuschezeichnung ähnlich gut aus wie die abgedruckten, wenn die vernünftig gedruckt sind. Also da bin ich dann manchmal enttäuscht. Bei einem Lorenzo Mattotti ist exakt umgekehrt. Die Bücher sind relativ minderwertig publiziert, würde ich jetzt mal sagen. Und die Originalzeichnung, da geht man dann weg mit so einem Wow-Effekt. Da bräuchte es also nicht mehr als die Originale. Mhm. Und das sehe ich als ein Problem. Also je nach Buch und je nach Künstler und je nach Form, in der die Bilder gemalt sind, muss das ja sehr unwahrscheinlich unterschiedlich präsentiert oder eingebettet werden. Ja. Ja, also danke für den Hinweis. Ich kann ich total nachvollziehen. Es ist halt immer die Frage, ob jetzt alle Besucherinnen und Besucher alle Comics, die dann in der Ausstellung integriert sind, auch kennen oder dass es nicht vielleicht noch einen Mehrwert gibt oder neue Entdeckungen ermöglicht. Also ich würde eher für das Zweite plädieren, dass da eben dann vielleicht auch neue Dinge dabei sein könnten. Also vielen Dank für all diese Kommentare. Ich würde so gern über alles genauer sprechen. Ja, ja. Ich rede jetzt von Seiten einer Person, die Ausstellungen macht mit Comics von Fumetto. Also ich denke, es gibt so viele verschiedene Ansätze, Ausstellungen zu machen mit Comic. Es ist auch eine eher neuere Sache, dass man das überhaupt tut und immer noch ein Experimentierfeld, wie auch eigentlich die Kunstform selber auch noch. Ich finde es am wichtigsten, dass man auf die einzelnen Werke eingeht und dann einen Weg findet, die irgendwie das am besten rüberbringen oder noch einen Mehrwert schaffen. Ja. Und eben zum Beispiel in Ausstellungen, in monografischen Ausstellungen, eine Uli Lust zum Beispiel, kennt man auch nicht das ganze Werk dieser Künstlerin, sondern entdeckt Neues, entdeckt frühe Zeichnungen, Scribbles. Da wird eine ganze Arbeit gemacht neben den Werken, die publiziert worden sind, die kuratorische Arbeit, noch eben diesen
diese Neuigkeiten zu finden, ist da. Und auch Querverbindungen zu schaffen in Gruppenausstellungen zum Beispiel oder an einem Festival, wo man viele verschiedene Stile, Inhalte, Ansätze zeigen will. Da passiert auch ganz viel innerhalb einer Ausstellung, aber auch im Besuch von zwischen diesen einzelnen Ausstellungen. Also, wo sich der Kreis schließt zu Claudios erster Frage, ne? Dass man genauer bestimmt, was denn jetzt für eine Comic-Ausstellung, nicht an sich, sondern in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang, an welchem Ort, ne? Für welches Publikum. Mhm. Das ist ja, ja dann auch, wenn eben auf Claudio und Edition Moderne oder Verleger bezogen, wenn ein Verlag so auf das einzelne Werk eingeht und dann wieder sich die Überlegungen machen muss, eben wie sehen die Seiten, also das Blatt, was ist das Papier, was ist der Umschlag, was ja diese Materialitäten, alles, ne, sind, das ist wie eine Ausstellung zu kuratieren, das ist genau, ja, genau, wie, danke, sehr individuell. Vielen Dank. Also Annette, Katinka, das ist ja jetzt eigentlich ein wunderbarer Übergang. Es geht gleich weiter mit dem nächsten Beitrag der Direktorin. Erstmal vielen Dank, Nina. Und ich freue mich sehr, als zweite Rednerin Annette Bakwati vorstellen zu grüßen. Vorstellen. Also naja. sie ist ja die Direktorin vom Riedberg, aber genau. Von Hause aus Kunstethnologin. Genau. Ursprünglich spezialisiert in der Afrikanistik auf moderne, zeitgenössische afrikanische Kunst und hat von daher natürlich einen ganz anderen Blickwinkel auf außereuropäische Zusammenhänge. Ne? Ob nun hoch oder high or low or whatever. Und mich hat interessiert, das war jetzt so die Frage im Vornherein, welche Erwartungen es gab an eine Manga-Ausstellung und wie die Resultate ausgefallen sind aus deiner Sicht. Also, bitte. Ja, vielen Dank, dass ich hier das kurz vorstellen kann. Es sind ja nicht nur Erwartungen, die ich jetzt sozusagen post hoc an die richte an die Ausstellung. Ich war, Gott sei Dank, hatte das Glück, eben von Anfang an einfach involviert zu sein, auch in die Konzeption durch Gespräche. Und genau, du hast es schon gesagt, Jacqueline, es ist eine, also die Diskussion ist eigentlich schon da, wo ich wunderbar anknüpfen kann. Wir haben ja gesehen, gerade das Wort Handhabung ist eigentlich das Stichwort für meine Einleitung. Denn das ist ja das Charakteristische. Manga sind Geschichten, erstmal die durch Bilder erzählt werden, das haben wir gehört. Manga sind handlungsgetrieben, sind performativ. Und der Leser ist eigentlich als Akteur gefragt. Also er sitzt er blättert um, er taucht in die Geschichten ein, er scrollt die Handlungen weiter beim Webtoon, er bestimmt das Lesetempo, er kann selbst der Geschichte eine eigene Wendung geben, indem er, es gibt in manchen Mangas, wissen Sie alle, oder wisst ihr alle, freie Frames oder freie Kacheln, in die er eigene Versionen einzeichnen kann, sodass er selbst da noch ein bisschen eingreifen kann. Letztlich ist die Begegnung oder der Auseinandersetzung eine sehr intime und in gewisser Weise auch eine körperliche Erfahrung, also eine Leseerfahrung, neben der intellektuellen, der Geschichte folgen. Und damit, und das hattest du ja auch schon gesagt, ist das Manga eigentlich ungeeignet, finde ich, für eine Ausstellung oder scheint ungeeignet zu sein für eine Ausstellung in einem Kunstmuseum. Nämlich ein Museum, das durch seine Konventionen die Distanz zum Werk eigentlich stark macht, das stille Betrachten, die Rezeption, die Statik der Exponate und vor allem die ästhetische Erfahrung eines Einzelwerks in den Mittelpunkt stellt. Ich war ein bisschen, als ich den Titel gesehen habe, Kaltstellen, das ist natürlich ein bisschen gruselig, aber in gewisser Weise diese Distanz zu den Werken hat schon, diese Statik hat schon etwas von einfach einen Schritt zurücktreten. Also das ist ein bisschen anders als die Erfahrung, diese Leseerfahrung im Manga. Und im Folgenden möchte ich ganz kurz meine persönliche Sicht eben auf die aktuelle Ausstellung Flow teilen. Was hat die Ausstellung motiviert erstmal? Was waren die konzeptionellen und die szenografischen Überlegungen? Und wie ist die Ausstellung, und das sage ich jetzt so als Direktorin, auch inhaltlich und programmatisch eigentlich eingebettet in die Arbeit des Museums, so wie wir sie gerade entwickeln? Die Idee zur Ausstellung entstand während Gesprächen zu den illuminierten Querrollen der großen Ausstellung im zweiten Untergeschoss zur narrativen Kunst Japans. Nun ist, das haben wir auch schon mehrfach gehört, eben die Querrolle eigentlich eines der komplexesten, wie ich finde, Gattungen der narrativen Kunst. Text- und Bildsequenzen wechseln sich ab,
ganze Romane entfalten sich auf teilweise bis zu 120 Metern. Es verschränken sich darin bildliche Elemente, narrative, dramaturgische, szenografische, performative Aspekte. Sie werden konservatorisch, eben sind sie oft sehr anspruchsvoll, werden daher selten ausgestellt. Das ist, interessiert mich natürlich vom Kunstmuseum sehr. Und werden, und das finde ich auch spannend, Querrollen werden als Literatur oft behandelt. Daher sind sehr viele in Bibliotheken, nicht in Kunstmuseen. Und dadurch ist das Ausstellen und das Zeigen eigentlich oft gar nicht so Mittelpunkt, sondern man hat sie eben als Teil der Literatur. Wenn ich kann mich nachher korrigieren. Aber es ist jedenfalls, wir haben viele Leihgaben aus Bibliotheken. Und als Kunstethnologin, die im Kontext afrikanischer Kunst über Ästhetik in der Erzählkunst mit Schwerpunkt Afrika gearbeitet hat, interessierte mich ausgehend von diesen Gesprächen vor allem zweierlei. Das eine war tatsächlich ganz stark das Narrative, nicht unbedingt was, sondern wie wird im Bild erzählt, welche ästhetischen Strategien lenken den Blick, wie kann ich der Handlung folgen und wie könnte man diese Mechanismen, also dieses wie er wird erzählt, übersetzen in eine Ausstellung. Wie kann ich diese Erfahrung nachvollziehbar machen? Die zweite Frage, die mich sehr interessierte, war, gibt es Verbindungen zu zeitgenössischen Bild- und Erzählpraxen? In Japan aber darüber hinaus kann ich anfangen nachzudenken, allgemein über das Erzählen mit Bildern. Das ist für mich, das bin ich mich oft gefragt worden, überhaupt keine reine Geste, keine Strategie, um ein vermeintlich jüngeres oder anderes Publikum zu erreichen. Nachher verbinde ich damit die Hoffnung, dass das passiert ist oder dass es passiert, aber es ist nicht die Intention für mich gewesen, sondern es hat für mich ganz wesentlich mit einer auch kritischen Haltung gegenüber gewachsenen westlichen institutionellen Strukturen zu tun, wenn es um nicht westliche Kunst geht. Denn es gibt ja in der westlichen Museumswelt eine kanonisch begründete Aufteilung der Museen in Kunstmuseen, populäre Kunst, dann gibt es Museen für Manga, dann gibt es Museen für moderne Kunst, für zeitgenössische Kunst, für ethnografische Kunst. Und dieses Aufteilen hat eigentlich zur Folge, dass ganz oft Bezüge und Kontinuitäten zwischen traditionellen Künsten und zeitgenössischen Praktiken so nicht natürlich dargestellt werden können, obwohl sie eben durchaus vorhanden sind. Und es geht nicht darum, zwingende Entwicklungslinien nachzuzeichnen, sondern Querbezüge zu zeigen oder zu sehen, was gibt es für Elemente, die interessant sein könnten zu wissen, um eine zeitgenössische oder eine klassische Praxis zu verstehen. Und insofern kamen wir eben mit Kahn zusammen da, als wir über die Querrolle nachdachten oder als ich sie befragte. Ich war ja auch neugierig und hatte überhaupt noch nicht die Einblicke, eben aufs Manga zu sprechen. Hat eine ganz andere Genese, aber als Bildgeschichten der populären Magazine in den 60er Jahren, inspiriert von amerikanischen Comics. Aber wenn man es als künstlerische Strategie betrachtet, eine Geschichte in Bildfolgen zu erzählen, werden eben aus meiner Sicht eine Reihe innere, strukturelle, inhaltliche und vor allem ästhetische, formale Verbindungen zur klassischen Kunst, vor allem eben zu den Querrollen, durchaus sichtbar. Und da wir dann am Haus jetzt keine Expertin für Manga hatten, hat Kahn die wunderbare Idee gehabt, Jacqueline anzusprechen, ob sie bereit wäre, die Ausstellung zu kuratieren. Sie sollte eben eine Ausstellung entwickeln, oder so waren wir dann im Gespräch, in der der Gedanke des Narrativen aus der großen Ausstellung quasi nochmal erkundet wird am Beispiel des Manga. Also wir wollen keine Entwicklungslinien aufzeigen, sondern diese Frage nochmal stellen. Und das muss ich jetzt nochmal sagen, tausend Dank, ich finde, das ist eine sehr schlaue Ausstellung geworden, sehr eng an dem, wie ich es mir gewünscht hätte, aber dazu komme ich noch. Es ging also letztlich um eine auf der einen Seite sehr vorsichtige Verbindung der beiden, aber trotzdem vor allem ein Aufmachen eines Raumes, in dem diese ganzen Querverbindungen vielleicht sichtbar werden oder erfahrbar werden.
Einige Grundentscheidungen standen von Anfang an fest. Wie gesagt, wir wollten die beiden Ausstellungen räumlich ganz klar getrennt haben, sodass nicht falsche Schlüsse nahegelegt werden. Manga ist der letzte, sozusagen der letzte Raum in der großen Ausstellung und ganz klar, daraus entwickelt sich dann das Zeitgenössische. Das ist ja nicht, das ist nicht so in dieser Art. Das Zweite war eben, hatte ich schon erwähnt, Manga sollte nicht als Genre vorgestellt werden. Es ging nicht um einen Überblick über das Genre, sondern ganz fokussiert auf eine formal-ästhetische Frage der Erzählstrategien in und durch Bilder. Und daher auch der Ausstellungstitel Flow, Reading the Manga. Und damit wird eben diese Brücke gebaut, letztlich zwischen großer und kleiner Ausstellung oder der Manga und der großen Ausstellung, in der das Bilderzählen in der Querrolle und im Manga gemeinsam, das ist den beiden gemeinsam, und durch diesen Fokus auf die Form werden beide Bildsprachen miteinander verknüpft, ohne, wie gesagt, diese falschen Schlussfolgerungen zu suggerieren. Manga erzählt alte Geschichten neu. Aus dieser Feststellung heraus entwickelte Jacqueline eben ein Konzept, in dessen Zentrum für die, die diese Ausstellung gesehen haben, ganz offensichtlich der Übersetzungsgedanke steht. Genau, also wir hatten, das ist ja schon mehrfach gesagt worden, es ging letztlich darum, man nahm, also das Bindeglied oben und unten, der untere Ausstellung und hier, ist die Querrolle der 12 Zodiac-Tiere, die Christina Placker in verschiedene Manga-Stile oder Manga-Sprachen, Bildsprachen übersetzt hat. Ein weiteres Kapitel, das haben wir ja auch gesehen, zeigte dann inhaltliche Bezüge Prinz Genji, der im heutigen Manga auftaucht. Hier haben wir noch Bilder, also wir haben, also sieht man dann in der Ausstellung sehr schön, also eine Kampfszene aus der Querrolle der Zodiac-Tiere wird eben übersetzt in eine, die Geschichte ist dann, also der Tanuki, dieser Junge, der eigentlich ein Dachshund ist in der großen Querrolle, möchte gerne zu einer Hip-Hop-Band gehören und bemüht sich eben da reinzukommen. Und dann kommt es zu einem, in der Querrolle ist der Tanuki, der möchte eben zu den 12 Zodiac-Tieren dazukommen in einem Gedichtwettstreit und der wird dann zurückgewiesen und dann kommt es zu einer Kampfszene, wo er die Waldtiere gegen die Zodiac-Tiere aufhetzt. Und das wird dann übersetzt eben in quasi die Grundmuster der Geschichte. Jemand möchte zu etwas zugehören, wird zurückgewiesen, wird eben hier übersetzt ein Junge, der einer Hip-Hop-Band angehören möchte und der dann gibt es einen Hip-Hop-Wettstreit und er scheitert dann. Und das ist dann diese Szene, so eine Kampfszene ist dann hier eben ein Hip-Hop-Battle. Also nur um nochmal diese Übersetzung für die Ausstellung nicht gesehen haben, nochmal in den Blick ins Gedächtnis zu rufen. Wie wurde jetzt diese Ausstellung szenografisch umgesetzt? Und wie beeinflusst die Gestaltung die Ausstellungserfahrung? Was auffällt, man kommt in die, quasi, man ist, muss ja runtergehen durchs Museum in den ersten Stock und, oder man kommt von unten aus der Ausstellung hoch und man ist eigentlich ein bisschen, ich habe jetzt diesen ersten Raum aus der großen Ausstellung genommen, man ist da doch stark noch in dieser Museumsästhetik, obwohl wir in der unteren Ausstellung auch viel interaktive Elemente schon haben. Aber man hat Vitrinen, man hat eben dieses Sehen, dieses sehr bewundernde oder sehr andächtige, diese Kontemplation. Und man kommt, wenn man jetzt von unten auch hochgeht, kommt man eben in diesen Raum rein. Und man sieht sofort, das Design hat also eine ganz klare, ganz andere, ganz starke Handschrift als Design. Man merkt, das ist ein konzeptionelles Design. Das ist nicht nur eine Wand, sondern da soll irgendwas damit ausgesagt werden und unterscheidet sich eben doch von dieser Museumsästhetik. Und warum das eben stark konzeptionell ist, hat auch mit einem Ansatz zu tun, das hat unser Gestaltungsbüro hier oder unsere Gestaltungsabteilung designt, dass die Form oder das, was es letztlich sein soll, aus dem Inhalt heraus entwickelt wird. Also Form follows Function. Also man denkt sich erst, was soll eigentlich diese, wozu zeigen wir, was wollen wir überhaupt zeigen und was ist dann, was entwickelt, welche Form bietet sich dafür an? Eigentlich sehr eng an dem, was vorher gesagt wurde. Hier ging es ja um Flow, um das Performative, um die Leseerfahrung. Und das hieß eben, sich von diesen Präsentationslogiken zu lösen, in deren Mittelpunkt das rein Visuelle, die Konzentration auf ein Werk,
auf eine ästhetische Erfahrung steht. Stattdessen ging es darum, eine Gestaltung zu schaffen, die diese Leseerfahrung nachvollziehbar macht. Der Besucher sollte eben dafür angeregt werden, ein Bewusstsein für den Akt des Lesens, diese Bilderfahrung, diese Strategien zu entwickeln. Die Idee für die Gestaltung war so radikal wie einfach. Der Raum sollte nicht repräsentieren, sondern selber zu einer Art begehbarem Buch werden, durch das man sich hindurch bewegt. Der Flow sollte damit, so war der Ansatz, eben nicht nur intellektuell, sondern auch körperlich auf verschiedenste Weise erfahrbar werden. Und das war ja schon, Moment, genau, angesprochen. Wir haben den Eingangsraum, in dem, das ist jetzt aus der, das sieht jetzt ein bisschen gestaged aus und ist es auch, das war ganz am Anfang, bevor die ersten Besucher kamen. Ich habe jetzt keine Aufnahmen gefunden, aber es funktioniert, es sieht auch in Realita so aus. Also das ist jetzt hier, genau, die gesamten Abteilungen des Museums sind hier vertreten und performen die Leseerfahrung. Genau, also die verschiedensten Erfahrungen an der Querrolle rechts, wo man einfach dieses Scrollen mal mitbekommt, diese zeitliche Erfahrung, diese Akteurshaltung, dann Querrollen, zeitgenössische Querrollen, dann das Lesen im Buch und auch verschiedene Sitzsituationen. Dann im nächsten Raum, und das ist ja alles sehr durchlässig, also es ist nicht so, man schreitet von Kapitel zu, also man hat Räume abgeschlossen, aber ist es so ein bisschen wie eine Querrollen eigentlich durchlässig. Hier diese Übersetzungsleistung, also man steht davor, man kann vergleichen, man guckt, da ist eben rechts diese Blickrichtung, wie die gelenkt ist, links die Querrolle. Dann weiter eine Erfahrung, da ging es um die Übersetzung von der Buchseiten hin zum Webtoon, also nochmal dazu nachvollziehbar zu machen, Moment, genau, was bedeutet es, wenn ich eine Kachel, die ich von rechts nach links lesen, also die ich von rechts nach links sehen kann, plötzlich in einen Horizont, in eine vertikale Leserichtung setze. Was bedeutet das? Und das war wirklich, hier sieht man, ich finde es sehr schön, wirklich übersetzen. Also jeden einzelnen Schritt, was heißt das, wenn ich das ausdrücken möchte, für das bildliche Gestalten. So. Entschuldigung. So. Dann der wieder eine andere Erfahrung, eben der Zeichentisch, das endet in dieser Übersetzung, dieser Querrolle, endet mit einem offenen Ausgang, wo wir die Besucherinnen und Besucher einladen, das Ende für diesen jungen Tanuki jetzt selber zu zeichnen. Und das ist eine der beliebtesten Ecken tatsächlich, also das ist jetzt original, das ist jetzt nicht vom Museum, das ist wirklich eine der beliebtesten Ecken, es entstehen unglaublich schöne Zeichnungen, wir haben jetzt schon ganze Stapel eingesammelt, wollen die auch mal jetzt sortieren und auch sichtbar machen. Und da merkt man auch, wie tatsächlich bei der jüngeren Generation das Zeichnen eine ganz tolle Praxis ist. Also das sind oft wirklich gekonnte, großartige Zeichnungen, die da entstehen. Und die letzte Erfahrung ist eben die Selfie-Ecke mit Prinz Genji in verschiedenen Varianten und den großen Panels an der Wand. Hier haben wir nochmal die Idee des begehbaren Buches, also dem verdanken wir eben diese auffällige Holzstruktur, die Wände in die einzelnen Kacheln gliedert, die dann mit Exponaten, Texten, Sprache und Bild bespielt werden können. Welche Erwartungen habe ich jetzt an die Ausstellung geknüpft? Ist das Konzept, so wie wir es angedacht haben, aufgegangen? Die Idee war ja, dass beide, also das war meine Hoffnung, dass beide Ausstellungen sich gegenseitig erhellen sollten, ohne eben falsche Zusammenhänge zu suggerieren. Und ich finde, das ist aus meiner Sicht aufgegangen. Durch den Fokus auf Erzählstrategien konnten eben Querbezüge hergestellt werden, die nicht nur die verschiedenen Bildsprachen miteinander verbinden, sondern eben darüber hinaus auch weit darüber hinaus Gültigkeit haben. Also mit dem Nachdenken über Erzählen kann ich jetzt auch an ein mittelalterliches Altarbild rangehen und sehen, wie ist der Kalvarienberg geführt, wie wird das gelöst, bildlich. Also ich kann, oder ein Wandteppich aus Bayeux, oder ich kann einfach das übertragen. Weiterhin ist, finde ich, aufgegangen, dass durch die Strategie der Übersetzung diese klassische und die zeitgenössischen Bildsprachen tatsächlich miteinander verknüpft werden konnten und damit diese institutionelle Trennung
auf eine natürliche Weise aufgehoben wurde. Dass ich wirklich Bezüge sehen kann unter einem Dach, die in gewisser Weise, finde ich, sehr eng miteinander zu tun haben. Das Zweite, das Weiteres war ja die Hoffnung, nicht die Erwartung, dass wir verschiedene Besuchergruppen ansprechen würden, die tatsächlich diesen Übersetzungsvorgang körperlich vollziehen. Also die angeregt werden, egal wo sie einsteigen. Und es geht nicht um junges Publikum. Es gibt auch ältere Leute, die in Manga gehen und jüngere, die sich genuin für klassische Kunst interessieren. Aber dass sie körperlich diesen Übersetzungsvorgang nachvollziehen. Die fangen mit Manga an, gehen runter, andere kommen hoch. Und auch das muss ich sagen, ich war jetzt ja 6 Wochen, hatten wir Gelegenheit, das zu sehen, das funktioniert. Also es gibt eine Durchmischung und das ist etwas für mich natürlich, was mich sehr, sehr glücklich macht, muss ich sagen. Also dass wir das Gefühl haben, dass Leute dadurch, dass sie Anschlussmöglichkeiten sehen, dass sie einen Zugang haben in der einen Ausstellung und dann etwas verstehen von der anderen, dass sie da neugierig werden und nicht ratlos sind, sondern einen kleinen Lead haben. Jetzt die Frage, gibt es über all den Dingen auch Sachen, wo ich denke, ach, das hätten wir ein bisschen anders machen können. Die Frage ist natürlich Gestaltung. Die ist ja sehr dominant, eine ganz starke Handschrift. Da ist die Frage, überdeckt sie die Exponate, dominiert sie die Themen der Ausstellung und zwingt sie in ein Narrativ? Ich muss sagen, als ich am Anfang, als es dann aufgebaut war, das gesehen haben, war ich so ein bisschen, das ist aber sehr, sehr dominant und irgendwie verschwinden die Exponate in diesen ganzen, ich sehe nur noch Holz und wo sind eigentlich hier wo die Dinge, die wir erzählen wollen? Während der Laufzeit, und ich bin oft mit Besuchern durchgegangen, muss ich sagen, also für mich funktioniert es. Es ist wie wenn man da eintauchen muss in dieses Holzregal und man entdeckt tatsächlich so viel an Gedanken, die da drin stecken, dass plötzlich, dass man es vielleicht nicht sofort sinnlich die einzelnen Exponate wahrnimmt, aber es ist so viel Erkenntnis da, dass das anfängt, sich aufzufüllen, diese Regale. Trotzdem, und was auch gut ist, finde ich diese verschiedenen körperlichen Erfahrungen. Ich bin gleich fertig. Das habe ich jetzt mal reingemacht, genau. Also das ist ja der erste Raum hier, dieses Regal. Und den hätte ich, glaube ich, wirklich ein bisschen stärker mit Manga-Büchern ausgestattet. Aber das hat verschiedene Gründe, warum das, es ist eine Geschmacksfrage. Aber für mich wäre was ich eben, weil ich jetzt dann im Internet guckte, es gibt Webseiten voll, in denen sich die Manga-Fans ihre Bücherregale vorstellen. Es gibt Manga-Bücherregale, es gibt die schönsten, wie hieß es, die Top 6 Otaku-Zimmer. Also solche gibt es ganz viele, die einfach Blick in ein Kinderzimmer oder Blick in ein Fanzimmer. Und was ja in der großen Ausstellung auch ist, ist ja auch die Popularität dieses Genres, das alles durchdringt. Und diese Art von Popularität hätte man hier vielleicht nochmal spiegeln können. Die Ästhetisierung, das muss ich sagen, finde ich eben gut, dass es so nicht passiert ist, dass wir nicht so ein White Cube hatten, sondern es ging ja um ein Thema und da wäre die Ästhetisierung schief gewesen. Problematisch ist die doppelte Ansprache. Wen zieht man ins Haus? Manga-Fans, denen man was vom Pferd erzählt, weil die eh alles wissen. Aber die Leute von unten brauchen Erklärungen. Dann diejenigen, die über Querrollen nicht so viel wissen, da erzähle ich dann was, die gehen dann vielleicht runter. Aber also, das war sehr, sehr schwierig, glaube ich, in der Art, welche Sprache wählt man, welche Zugänglichkeit wählt man, was muss man erklären. Ich will einfach nur zum Abschluss, weil das vorher kam, das Einzelwerk. Es gibt ein Werk, das ich wirklich jedes Mal mehr liebe, von Akira Yamaguchi, der in kongenialer Weise eben die beiden Ausstellungen miteinander verknüpft. Wir haben rechts, das war eine Auftragsarbeit, der hatte reagiert auf die Zodiac-Tiere und hatte daraus eine Originalzeichnung uns geschickt, in dem der Tanuki erst ein Hoodie-Träger ist und dann in eine Querrolle reingeht, um an diesem, letztlich erwechselt die Medien. Ich beschließe da auch, aber was ich eben hier merkte, ist diese Andacht, und ich weiß nicht, ob das meine Prägung ist, davor zu stehen und sagen, es ist eine Originalzeichnung, er hat es wirklich für uns gemacht und es ist eine exquisite Zeichnung, es ist für mich ein wirkliches Meisterwerk und ja,
Das ist ein bisschen, also man hätte es vielleicht noch stärker ausleuchten können, aber ja, damit möchte ich eigentlich schließen und mit diesen Einsichten oder persönlichen Gedanken zur Ausstellung. Vielen Dank. Die Übersetzung kommt noch. Also momentan haben wir ja nur eine kurze Zusammenfassung in der Ausstellung, weil das Exponat vom Künstler 3 Tage vor der Eröffnung erst geliefert wurde. Genau. Und wir reichen die Übersetzung noch nach. Genau. Aber bitte, diese Woche ging es einfach. Nein. Und kannst du vielleicht noch was dazu sagen, warum die Eingangsregale nicht voller Bücher sind? Naja, also es geht natürlich auch darum, dass wir mit dem Eingangsbereich, das soll ja nur ein Teaser sein. Genau. Wir möchten eigentlich einen Fluss, einen Flow von den Besuchern auch fördern. Wenn die Besucher da irgendwie stecken bleiben, dann ist es natürlich auch nicht so gut. Ne? Und dann ist eben, es geht ja darum, dass man diese verschiedene Leseerfahrungen hat. Wir wollen ja nicht ein Otaku-Zimmer. Ja. Nein, es war meine erste Reaktion. Und ich finde, im Laufe der Ausstellung, man lernt ja eine Ausstellung auch anders kennen über die Laufzeit hinweg. Und ich muss sagen, es macht Sinn. Also ich war am Anfang so, wir müssen da noch ein bisschen was auffüllen. Ich finde es sinnvoll. Yes, ja. Ja, leider rinnt uns die Zeit unter den Fingern weg. Vielleicht eine Wortmeldung ganz kurz, bevor wir zum dritten Referat schreiten. Mir gefällt diese Offenheit mit diesen Gestellen, mit diesen Holzgestellen. Ihr habt große Plakate an den Wänden, die würden überhaupt nicht auffallen, dass da genau gepflastert das Durchblicke, ne? Ja, mit Büchern. Ja, da muss ich vielleicht auch noch anmerken, dass diese Regale, die sehen jetzt als Regale, dreidimensionalen im Raum aus. Das sind eigentlich die Raster, ne, diese Raster auf einer Buchseite. Das war die Idee von den Designern. Ja, das Tolle daran ist, weil ich bin gestern da durchgelaufen, weil bei der Manga-Ausstellung ist es ja so, ich bin ja da schon so wie aufgewachsen und eigentlich so ein alter Hase und so. Und das so zu sehen, so Bekanntes zu sehen und dann plötzlich in die Richtung der Schriftrollen zu gehen, das ist für mich so wie eine neue Erfahrung gewesen, weil das du kennst ja das typische, also ich kenne das typische Manga und die ganzen Flow und Leseflüsse und alles, das kenne ich ja bereits und auch jetzt habe ich über die Geschichte jetzt neu erfahren, neu gelernt, oh was, es gibt so diese Rollen und es geht noch einen weiteren Gang runter und diese Verbindung von dieser Manga-Ecke und dann zu den Rollen runter, das fand ich so toll, weil dann habe ich dadurch eine Verbindung sehen können und es verstehen können, weil ich kenne das eine schon und, das konnte ich dann bei den Rollen so wiedererkennen und diese Verbindung fand ich einfach klasse und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es umgekehrt auch so funktioniert. Und das ist mir eine große Freude, als dritten Referenten Stefan Packard vorzustellen. Stefan ist jetzt Professor für populäre Medien an der Uni Köln, ist ein zentraler Akteur der Comic-Studien im deutschsprachigen Raum, war lange auch Vorsitzender der Comfort, der Gesellschaft für Comicforschung, kommt aus der Semiotik, wenn ich das richtig verstanden habe und in Erinnerung habe, und wird heute sprechen über die Frühzeit des digitalen Comics. Vorhin hat er bereits sich engagiert bei der Diskussion mit Niklas Mahler und dem Superhelden-Comic, aber das wird heute nicht im Zentrum deiner Ausführung stehen. Ne? Stefan, ganz herzlichen Dank dafür, dass du hier bist. Ja, bitte. Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf, für die Vorstellung, dass Sie immer noch zuhören. Ich soll, darum hast du mich gebeten, Jacqueline, darüber sprechen, was mit Digitalität und Comics passiert. Wenn Ihnen jemand erzählen möchte, was mit dem Comic passiert, wenn wir digital
kommunizieren, dann lassen Sie sich bitte seine Zeitmaschine zeigen. Und wenn er die nicht hat, glauben Sie ihm nicht, denn wir stehen ganz am Anfang einer Veränderung. Und ich glaube, genau so sollten wir über die auch nachdenken. Wir sollten sie vielleicht vergleichen mit anderen Zeiten, in denen ebenfalls wesentliche mediale Umbrüche stattgefunden haben, und überlegen, inwiefern wir an dem, was wir bis jetzt entwickelt haben, ungefähr beobachten können, was zumindest Entwicklungslinien sein könnten, was Chancen jenseits von bloßen Adaptionen für eigentlich innovative Einsatz von verschiedenen Medien sein kann. Anfang der Woche haben Sie mehrere Überschriften wie diese sehen können. Die sehr einflussreiche Comixology-Plattform, mit der sehr viele, vor allem amerikanische und teilweise auch franco-belgische Comics digital distribuiert und gelesen werden, ist schon vor einigen Jahren von Amazon gekauft worden. Und jetzt hat Amazon die Bestände komplett in den Kindle-Katalog überführt, sodass die Comics jetzt alle auf dem Kindle und in der Kindle-App gelesen werden können. Manche haben das relativ sachlich berichtet. You can now read Comixology Comics on the Kindle App and e-readers. Andere haben sofort gesagt, Comixology steht vor dem Aus, weil der Comixology-Bestand jetzt auch in der Kindle-Bibliothek zu finden ist. Und andere haben zusammengefasst, dass Amazon, was ja eh alles kaputt mache, nun also auch die Comic-Verlage in einer ganz neuen Weise ruiniere. Damit sind insbesondere neben den Verlagen auch die Geschäfte gemeint gewesen. Diese ganz unterschiedlichen sachlichen bis sehr pessimistischen Einschätzungen interessieren mich unter anderem auch darüber, wie sie versuchen, ins Bild zu setzen, was die Digitalisierung von Comics und dann die Zusammenführung bei einem digitalen Monopolisten eigentlich ist, wenn man versucht, sie begrifflich zu fassen. Der letzte Beitrag versucht, über die Überführung eines digitalen Korpus in eine andere digitale Plattform mit Versandkisten zu reden. Und das ist eigentlich seltsam, weil wir damit natürlich Amazon verbinden, aber nicht die Überführung von einer Datei auf einen anderen Server. Der zweite, mittlere, hat immerhin die Oberfläche von Comixology selber ausgestellt, die ihrerseits allerdings versucht, so auszusehen wie eine Auslage von mehreren Comicheften nebeneinander. Und der erste sachlichste Bericht hat eine solche Kindle-Seite neben alte Papierseiten gelegt, um unmittelbar eine Lesesituation herzustellen, die in der Tat in eine Ausstellung passen würde, die aber nie eine praktische Lesesituation ist. Praktisch nie versucht man denselben Comic gleichzeitig auf Papier oder auf dem Kindle zu lesen. Alle diese Fragen stelle ich deswegen, weil eine der Möglichkeiten, phänomenologisch daran zu gehen, was passiert, wenn ein Comic digital wird, ist sich vorzustellen, Sie haben eine Person, die liest einen papierenden Comic. Sie haben eine andere Person, die liest nicht unbedingt denselben Comic, aber etwas Comichaftes digital. Und jetzt fragen Sie an der zweiten Stelle, wo ist eigentlich das geblieben, was in der ersten Stelle auf Papier präsent war. Das ist eine Art, über Comics, wenn sie digitalisiert werden, nachzudenken, die im Wesentlichen die Digitalisierung als eine Adaption versteht. Und Comixology versucht genau das als Plattform durchzusetzen. Im Prinzip finden wir hier meistens auch dieselben Comics, die es auch im Druck gibt, noch einmal digitalisiert. Einen völlig anderen Zugang haben wir insbesondere bei Webcomics, die versuchen, digitale Verfahren neu in eine Comic-ähnliche Ästhetik zu überführen, aber eben nicht genau dasselbe zu machen wie bei einem statischen Bild, das auf Papier gedruckt wird, so etwa bei Demian Fives einflussreichen Comic When I Am King, bei dem, wie Sie sehen, die Animation eine Rolle spielt, die Animation aber dadurch, dass sie zyklisch ist, wieder auf ein einzelnes Panel zurückgeführt werden kann und das Panel auch als solches ausgestellt ist, weil es in eine Sprechblase eingebunden, in den Kommunikationszusammenhang eines letztlich statischen Comic-Panels eingebunden ist. Demian 5 arbeitet auch mit sehr, sehr langen Scrolls. Hier eine der ersten Episoden des When I Am King Comics, in dem sie ausdrücklich noch aufgerufen werden. Scroll to the right, inside of this frame. Wir sind nicht sicher, ob die Benutzerin weiß, der Benutzer, was sie tun sollen. Also sagen wir es ihnen und dann können wir in der Tat ganz, ganz lange nach rechts hinüber scrollen, ähnlich wie sie es bei ganz anderen Scrolls in der Ausstellung auch sehen können. Das ist nicht ganz dasselbe wie der Infinite Canvas, den Scott McCloud fast gleichzeitig programmatisch für den digitalen Comic verkündet hat. Er stellt sich nämlich vor, dass man durch die digitale Oberfläche in beliebig vielen Dimensionen, und das heißt für den zweidimensionalen Comic zunächst einmal vor allem in vier Richtungen, statt in einer linearen Leserichtung, aber dort beliebig lange lesen könne und baut dann experimentelle Comics wie diese zusammen. Diese experimentellen Comics sind sehr spannend, aber sie werden nicht routinierte Leseweisen, jedenfalls bis jetzt. Sie bleiben einzelne Experimente, auch Scott McClouds eigene digitale Comics schauen inzwischen nicht mehr so aus.
When I Am King gibt es übrigens auch im Druck. Und das bedeutet, dass der Künstler der Ansicht ist, dass das, was er da mit Animationen und mit anderen digitalen Verfahren umsetzen konnte, auch wieder zurückübersetzbar ist in eine Druckfassung. Zwischen solchen Extremen von einfacher Adaption, die versucht, das Gerät wirklich durchsichtig zu machen in Bezug auf traditionelle Comics und innovative Comics, die digitale Verfahren ins Zentrum stellen, gibt es sehr, sehr viele Zwischenlösungen, die mehr oder weniger auf der Kippe zwischen Adaption und Innovation stehen. Der einflussreiche und hervorragende XKCD-Comic zeigt viele einzelne Comic-Gag-Bilder in einzelnen Episoden, die genauso auch in Zeitungen erscheinen könnten. Er zeigt aber auch anderes Material, auf das ich gleich kommen werde. Etwas älter ist Pete Abrams, muss natürlich heißen, Tippfehler, die Serie Sluggy Freelance, die im Wesentlichen aus Daily-Strip-ähnlichen einzelnen Episoden im Comic-Strip-Format besteht, die aber eben auf einer Webseite publiziert werden. Auch hier gibt es einzelne Strips, die stärker experimentell arbeiten. Aber wenn Sie bei dem inzwischen riesigen digitalen Archiv von Sluggy Freelance, ist alles kostenlos im Netz zu lesen, auf die Archivseite gehen, um tatsächlich die älteren Episoden zu lesen, dann sind die inzwischen grafisch gestaltet durch eine Fotografie der inzwischen auch verwirklichten Druckfassung. Auch hier ist also mit einer Rückübersetzbarkeit von Seiten des Künstlers gerechnet. Er denkt, ich kann das nicht nur in den Druck zurückbringen, sondern ich kann sogar den Druck verwenden, um Orientierung in dem sonst kaum mehr überschaubaren digitalen Archiv zu stiften. Man kann diese Bilder, glaube ich, neben die anderen Bilder legen, um darüber zu sprechen, inwiefern man versucht, einen Medienunterschied visuell, aber auch begrifflich handhabbar zu machen. Also wie man darüber redet, was ein einzelnes Medium von einem anderen unterscheidet und wie diese Medien selbst davon erzählen. Einige der Experimente, die XKCD anstellt, erzählen sehr ausdrücklich davon. Es gibt dort nämlich nicht nur solche einzelnen Panels, sondern es gibt zum Beispiel den berühmten 2012er Click-and-Drag-Comic, der zwar Wochen in der Vorbereitung gedauert hat, aber genauso als einer von drei pro Woche erscheinenden Einzelbildern erschienen ist. Man meint zunächst, die ersten drei Panels zitieren eine frühere Episode, es ist einfach eine Fortsetzung dieser Geschichte, unsere Figur sieht, wie groß die Welt ist, weil sie sich mit einem Ballon auf die Reise begeben hat. Und der Hinweis »I didn't expect it to be so big« ist der stärkere Hinweis gegenüber der später hinzugefügten kleinen Anweisung unten »Click and Drag«, denn tatsächlich können Sie jetzt mit der Maus in dieses Panel greifen und den Bildausschnitt weiterziehen, sodass Sie sehen, dass die Welt, in der dort geflogen wird, in Wirklichkeit viel größer ist, als Sie es zuerst erwartet haben. Ich kann Ihnen das in diesem Interface nicht ganz so schön zeigen und darum geht es auch, dass ich das nicht kann, aber ich scrolle mal ein bisschen weiter. Sie entdecken dann an dieser Hügeloberfläche verschiedene Szenen, die teilweise Phasenbilder sind, das heißt, das gleiche Paar erklimmt nach und nach diesen Hügel, aber teilweise auch andere Figuren in Einzelgeschichten wieder einbindet. Wenn Sie weit scrollen, bekommen Sie verschiedene Dialoge, die immer wieder darüber sprechen, wer weiß, wie viel es noch gibt. Hier denken zwei Menschen, vielleicht gibt es Außerirdische. Und wenn Sie von dort aus geradeaus, aber sehr lange nach oben scrollen, dann bekommen Sie immerhin zwischendurch mal zwischen ganz leeren Panels ein paar Vögel gezeigt, was Ihnen demonstriert, der Künstler weiß, dass Sie hier vielleicht auch noch hinscrollen. Sie sind nicht allein gelassen, Sie sind immer noch irgendwo in diesem Bild. In der Interaktion im Netz haben dann Fans versucht, diese Bildschirme alle wieder zusammenzustellen. Das heißt, sie bieten einen anderen Service an als der Künstler, der uns gerade zwingt, durch den kleinen Ausschnitt nur nach und nach zu erforschen, was das Panel kann. Sie zeigen uns, hier ist noch einmal alles in einem Bild und wenn du auf die Suche gehen möchtest, musst du nicht lange suchen, du kannst dich gewissermaßen wie bei einer Landkarte hier daran orientieren, wo es besonders viel oder besonders wenig zu entdecken gibt. Es gehört zu der Logik von XKCD allerdings auch, dass in Standbildern, die eine digitale Interaktivität gar nicht besonders bemühen, sehr häufig diagrammatische Bilder vorkommen. Anders als in dem Beispiel ganz links oben, was ein traditioneller Einbildwitz ist, werden mit diagrammatischen Verfahren hier Spiele angestellt, die in XKCD besonders mathematisch immer stimmen. Es ist also nicht einfach eine Intuition, die irgendwie mathematisch aussieht und dann anders gefüllt wird, sondern es sind relativ präzise diagrammatische Bilder, die auch etwas damit zu tun haben, wie das Fandom, wie schon im mittleren Fall, mit diesen Comics umgeht. Es gibt sehr viel experimentellere Fälle und ich will zumindest einen davon vorführen. Lukas Wilde hat hervorragend darüber gearbeitet und hat mich auch an diesen Fall erinnert. These Memories Won't Last von Stu Campbell scheint zunächst ein typischer
Infinite Canvas linearer Scroll zu sein. Es ist die Erzählung von einer Altersdemenz. Der Protagonist versucht, an derselben fortgesetzten Linie, die auch, wie wir gesehen haben, bei Nick Susannes neuem Comic eine wesentliche Rolle spielt, um die Orientierung an der langen Scroll entlang möglich zu machen. Er versucht an dieser Linie entlang seine eigenen Erinnerungen, wie mit einer fragilen mit einem fragilen Faden festzuhalten und irgendwie an seiner an der linearen Erzählung seines Lebens sich noch einmal zu erinnern. Man kann nun nach unten scrollen und erlebt dann dieses Abenteuer, seines Versuchs, sich an sein eigenes Leben zu erinnern mit ihm. Wenn man dann allerdings, wie man meint, das in einem Scroll machen zu können, wieder zurück nach oben scrollen möchte, dann ist er so programmiert, dass der Faden reißt und die oberen Panels verblassen. Es gibt keine Möglichkeit mehr zurückzugehen und dieser im Prinzip im Kern relativ einfache Gedanke hat eine, ich sage das anekdotisch, ungeheuer starke Wirkung. Wenn Sie geprimed sind auf das Thema, kann ich noch zurückgehen, ist meine Erinnerung noch verfügbar und nun an der Stelle, an der Sie meinen, das ist ja nur die technische Oberfläche, genau damit konfrontiert werden, schon auf kurzer Strecke, schon woran ich mich vor 2 Minuten noch erinnert habe, woran der Protagonist sich vor 2 Minuten noch erinnert hat, ist jetzt für ihn und für uns als Lesende nicht mehr zugänglich. Man kann über solche Frühzeiten digitaler Medien verschieden nachdenken. Jacqueline hat mich auch aufgefordert, ein bisschen Wissenschaft in den Raum zu bringen. Das kommt jetzt, keine Angst, es wird nicht schlimmer als zuvor. Man kann darüber nachdenken, ob Digitalität ein eigener Seinsbereich ist, analoge Welt hier, digitale Welt dort, oder mit dem etwas jüngeren Begriff der Postdigitalität von Digitalität als einem Ereignis sprechen, als etwas, das unseren Kulturen zugestoßen ist, und dass sich dann mit dem Wort Postdigitalität als etwas beschreiben ließe, das bereits passiert ist. Das hieße dann, dass eine postdigitale Welt diejenige ist, in der wir eben nicht mehr klar trennen können. Wir machen folgende Sachen digital und andere analog, sondern wir haben flexible Membranen, die verschiedene Grenzen immer wieder neu ziehen. Wer experimentell einen Webcomic ins Internet setzt, kann sehr wohl 2 Jahre später sich entscheiden, daraus einen Druckcomic zu machen. Und das ist kein Einknicken vor und kein Verrat an digitalen Verfahren, sondern es ist ein Inrechnungstellen der Tatsache, dass eben beides gleichzeitig nebeneinander existiert, genauso wie es unser Leben, unsere verschiedenen Beziehungen zu anderen Menschen eben auch gleichzeitig in den analogen wie in den digitalen Raum gesetzt hat. Eine andere Möglichkeit, über die Digitalisierung als Ereignis nachzudenken, ist mit dem Begriff der Remediation verbunden. Ich möchte ganz kurz auf die Geschichte der Medienwissenschaft ausgreifen. Der berühmte Satz "The medium is the message" von Marshall McLuhan, der in der Mitte des letzten Jahrhunderts so etwas wie die moderne Medienwissenschaft wesentlich geprägt hat, ist am besten zu verstehen, wenn man ihn in Konkurrenz setzt mit einem zweiten Satz: "The content of any medium is another medium." Die Vorstellung besteht darin, dass Sie für jede mediale Gestaltung 2 Elemente haben. Das eine ist die Message, das andere ist der Content. Die Message besteht etwa jetzt, während ich mit Ihnen rede, darin, dass Sie Schallwellen von mir erfahren, dass Sie andererseits Lichtpunkte von mir schon auch, aber absichtlicher von dieser Leinwand empfangen. Und wenn Sie stattdessen meinen, dass Sie Sprache verstehen, während ich rede, dass Sie Sprache verstehen, weil welche sichtbar ist, dann sehen Sie einen Content. Die Pointe ist, dass the content of any medium another medium ist. Die Sprache, die Sie hier gerade sowohl akustisch als auch über Lichtpunkte erreicht, ist ihrer Natur nach notwendigerweise weder akustisch noch in Lichtpunkten gefasst, sondern etwas anderes, das Sie kognitiv verarbeiten. 2 Aspekte dieser Theorie hat McLuhan insbesondere stark gemacht, um über medialen Wandel zu sprechen. Das eine ist Media Blindness. Sie denken im Moment nicht an Schallwellen, wenn ich mit Ihnen spreche, jedenfalls bevor ich es erwähnt habe, sondern Sie denken an Sprache, an Wörter, an Sätze und an Gedanken. Das heißt, Sie sind typischerweise für die erste Oberfläche eines Mediums blind und das ist nicht etwa ein Problem, sondern das ist die Art, wie Medien überhaupt funktionieren. Sie machen etwas zugänglich und das ist typischerweise etwas anderes als Ihre eigene Oberfläche, also machen Sie uns, wenn Sie funktionieren, blind für das, was Sie selber sind. Das andere ist der Rearview-Mirrorism. Sehr oft, nicht etwa immer, sagt McLuhan, ist der Wahrnehmung des Contents, den wir anstelle der medialen Oberfläche sehen, ein Index von Alter eingeschrieben. Sprache ist älter als die Projektion von diesem Rechner auf die Leinwand. Sprache ist älter als Schrift,
Schrift, handschriftlich, ist älter als Buchdruck. Und wenn Sie ein gedrucktes Buch lesen und meinen, das ist so wie Handschrift und meinen, Handschrift ist so wie gesprochene Sprache, dann sehen Sie jeweils einen älteren Content anstelle der jeweils jüngeren Message. Rearview-Mirrorism, in den Rückspiegel schauen, meinen, man sieht nach vorne und in Wirklichkeit sehen, was hinter einem liegt, ist ein Ausdruck, den McLuhan in einem Interview dafür geprägt hat. Also die Vorstellung, dass uns eine Medienoberfläche gewissermaßen durch den Inhalt, den sie als anderes Medium präsentiert, auch ein Stück Mediengeschichte erzählt. Das muss nicht die echte Mediengeschichte sein. Es ist eine Mediengeschichte, die dieses Medium in diesem Moment von sich behauptet, obwohl sie vielleicht falsch ist. McLuhan geht dann so weit, dass er hinter die Sprache als letztes, äußerstes Medium auch noch den reinen Gedanken setzt. Das ist eine sehr romantische Überlegung, die man mitmachen kann, aber nicht muss. Spannender scheint mir zu sein, dass ein solcher Vortrag, in den letzten anderthalb Jahren haben Sie sie vor allem auf Zoom erlebt, etwa in einem Zoom-Medium oder in einem anderen Videokonferenz-Medium so präsentiert werden soll, dass er möglichst das Medium unsichtbar und den ursprünglichen Vortrag wiederherstellend operiert. Scott McCloud hat in seinem älteren Buch Understanding Comics mit Hilfe von Magritte uns darüber nachdenken lassen, wie wir Bilder lesen. Das ist keine Pfeife, ist hier auch sein zentraler Gedanke. Aber natürlich ist das auch kein Magritte, sondern es ist McClouds Zeichnung eines Magrittes. Und dass er uns über den Magritte nachdenken lässt, funktioniert genau darüber, dass er uns kurz vergessen lässt, dass wir eben keinen Magritte, sondern einen McCloud sehen, in dem ein Magritte dargestellt ist. Wenn wir das jetzt auf die spezifische Position digitaler Medien in Bezug auf Comics anwenden, dann können wir in Anlehnung an die jüngere Umschreibung von McLuhan bei Bolter und Grüssin neben der Opazität und der Transparenz, der Opacity und Transparenz in ihrem Vokabular, auch von Immediacy und Hypermediacy sprechen. Immediacy gilt immer dann, wenn ich meine, mit einer bestimmten Kommunikationsform direkt, immediat, unmittelbar kommunizieren zu können. Hypermediacy sind Störungen oder andere Verfahren, die versuchen, auf ein Medium hinzuweisen. Das Holzgerüst, das wir gerade gesehen haben, ist eine Hypermediatisierung der Panelstruktur auf der Seite und ist natürlich keine Panelstruktur auf einer Seite, sondern ein Holzgerüst. Aber es erinnert uns gerade durch eine andere Medialität daran, dass wir Panelgerüste anschauen, während wir, wenn wir routiniert eine Panelseite lesen, an das Panelgerüst eben vielleicht gerade nicht denken. Bolter und Grüssin haben nun eine spannende Beobachtung. Hypermediacy, sagen sie, makes us aware of the medium of media. Und dann sagen sie, in digital technology, as often in the earlier history of Western representation, hypermediacy expresses itself as multiplicity. Das heißt, Hypermedialität ist hier nicht mehr eine lineare Abfolge. Sprache wird Handschrift, wird Buchdruck, wird projizierter Buchdruck in der Computerumgebung, sondern es ist ein vieldimensionales Geflecht aus mehreren Medien, die einander jeweils sichtbar und unsichtbar machen. Und das sehen Bolter und Grüssin als einen, man möchte fast sagen, Regelfall, die beiden sagen sogar natürlichen Fall, den sie nur in der modernen Buchdruckgesellschaft momentan, ein paar Jahrhunderte lang, unterbrochen gesehen haben. Mit der Digitalität kehren wir in eine Realität, in eine Medienpraxis zurück, so meinen sie, in der verschiedene Medien aufeinander hinweisen, wie in einer illustrierten Handschrift, die außerdem nicht für sich allein steht, sondern in eine Praxis eingebunden ist, in der das Zeigen, das gemeinsame Entdecken eine wesentliche Rolle spielen und in der also die Präsenz von anderen Medien jeweils für jedes einzelne Medium eh schon vorausgesetzt wird. Wenn also der Kindle eine Buchdruckseite scheinbar noch einmal sichtbar macht und scheinbar den Versuch macht, eher, die Typen sind auch danach ausgewählt, eher so auszusehen wie eine besonders eindeutig gedruckte Seite, dann könnte man sagen, dass Comixology genau das mit einer Comicseite versucht. Man kann dann diese verschiedenen Versuche über die Begrifflichkeit von digitalen Comics zu sprechen, danach abklopfen, inwiefern sie was remediieren, inwiefern sie eine lineare Mediengeschichte durch den neuen medialen Gegenstand erzählen lassen, Comics waren früher, digitale Comics sind jetzt, oder inwiefern sie digitale und andere Formen von Comics, und das sind natürlich nicht zwei, sondern das sind jeweils hunderte, in verschiedene Netzwerke zueinander setzen, um Verschiedenes aneinander sichtbar und unsichtbar zu machen. Da wir schon ein bisschen über die Zeit sind, überspringe ich kurz den Aspekt der Medienkonvergenz. Ich will aber noch kurz über Interaktivität und Kommunikation wenigstens drei Sätze sagen. Ein offensichtliches Angebot von digitalen Medien ist das, was man oft Interaktivität nennt. Das Click-and-Drag-Panel
fordert sie dazu auf, mit dem Mauszeiger in das Panel hineinzugehen und ein bisschen mehr zu arbeiten, als wenn sie in einem Buch umblättern, wobei das Umblättern natürlich auch schon Interaktivität ist. Es ist nur ein bisschen routinierter und vielleicht ein bisschen weniger, darüber kann man streiten. Es gibt aber einen zweiten Sinn von Interaktion, der voraussetzt, dass Menschen miteinander interagieren müssen. Dann interessieren uns als Medien nicht so sehr Dinge wie Würfel, die uns in der Interaktion damit mal eine Zufallszahl produzieren, sondern uns interessieren als Medien so Dinge wie Telefone, bei denen am anderen Ende des Mediums wieder ein anderer Mensch anfängt. In dem Moment, in dem Click and Drag von mehreren Fans gemeinsam entschlüsselt wurde, in dem Moment, in dem sie Landkarten füreinander dafür zeichnen, ist diese Interaktivität im zweiten Sinne als Kommunikation stärker präsent geworden. Es gibt aber eine Weise, in der gerade die Kindle-Technologie das erstaunlicherweise auch macht, trotz der ganz starken Remediation, trotz der Betonung auf Adaption, die diese Technologie sonst verwendet. Und zwar dort, wo in dem Moment, wo sie eine bestimmte Passage markieren, sie sich auch einblenden lassen können, welche Passagen besonders oft von anderen NutzerInnen markiert worden sind. Plötzlich ist in dieser sehr alten Technik, ich unterstreiche eine Zeile, die Präsenz der ganz vielen anderen Lesenden sichtbar geworden. Und es gibt auf Comixology eine Technologie, die so etwas Ähnliches macht, nämlich der sogenannte Guided View. Eigentlich wohl als Notlösung entstanden, um auf relativ kleinen Bildschirmen relativ große Comicseiten darstellen zu können, zeigt Ihnen der Guided View zunächst die Seite oder Doppelseite eines adaptierten, eigentlich für den Druck bestimmten Comics und lässt Sie dann, wenn Sie weiterklicken, ein Panel nach dem anderen sehen. Die Entscheidung aber, wie viele Panel oder welcher Teil von einem größeren Panel Ihnen als eine Portion präsentiert wird, ist im Wesentlichen die Spur einer fremden Lektüre über diese Comicseite und spielt damit eine ganz ähnliche Rolle wie die eher crowdgesourcete, statt hier von einer einzelnen Person vorbereitete, Spur einer fremden Lektüre in den markierten Textteilen im Kindle. Das wären drei Angebote, von denen ich glaube, dass wir versuchen können, uns ein bisschen in der Frühzeit des digitalen Comics zu orientieren. Wir können darüber nachdenken, inwiefern Sie meinen, Digitalität wäre eine fremde Welt oder sie wäre ein hinter uns liegendes Ereignis, sodass unsere Welt postdigital ist. Wir können darüber nachdenken, welche Art von Mediengeschichte durch Remediatisierungen dasjenige Medium erzählt, das wir gerade in die Hand nehmen, weil diese Mediengeschichte erfunden sein kann und also verschieden sein kann. Und wir können fragen, inwiefern digitale Verfahren zur Interaktivität mit einem Algorithmus, mit einer Maschine und inwiefern sie andererseits zur interaktiven Kommunikation mit weiteren menschlichen Akteuren gebraucht werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Stefan. Ich möchte das jetzt nicht ohne ein, zwei Wortmeldungen abbrechen, wenn das dringende Bedürfnis besteht, einen Kommentar dazu abzugeben. Oder ja, gerne, Claudia. Ja, weil es betrifft ja auch die Verlagslandschaft. Ich habe nur eine technische Frage. Beim letzten Beispiel, also ist das abgeschlossen? Jetzt ist es einfach so gesteuert? Wie groß? Oder ist das, kann ich immer noch einen Modus wählen, wo ich selber entscheide? Man kann einen Modus wählen, wo man selber entscheidet, ja. Das heißt dann nicht mehr Guided View. Also man kann in diese, also das ist quasi, man kann ich stelle in, das ein, auf diese Comic-Seite herumfahren, wie bei einem Scroll auch. Auf einem halbwegs großen Tablet kann man auch eine typische Comicseite ohne weiteres als Ganze lesen. Aber die Frage, ist das abgeschlossen, ist auch in einer anderen Hinsicht interessant. Die Guided View soll ja eigentlich nicht viele Leseprozesse, sondern einen Leseprozess anleiten und ist insofern anders als diese Unterstreichungen, die sozusagen crowdgesourced sind. Aber relativ häufig wird das Guided View für einen bestimmten Comic verändert, weil Lesende gesagt haben, das hat im ersten Moment nicht gut funktioniert. Es gibt auch eine klare Dokumentation dazu. Es gab den Versuch, den Guided View automatisch herzustellen. Das hat gar nicht funktioniert. Sicher gibt es diese Lösung irgendwann. Jeder, der sagt, das lässt sich mit Computern nicht lösen, hat auch die falsche Zeitmaschine. Aber es ist zumindest so, dass Entscheidungen gefällt werden müssen, die dann diskursiviert und umstritten sein können. Und dadurch gibt es einen gewissen dialogischen Charakter in der Auseinandersetzung mit dem Guided View. Aber es ist nicht so, also ich dachte jetzt, wenn ich es nicht in Guided View angucke, sondern selber quasi vergrößere und verkleinere, dass das in die feinere Austarierung dieses Guided View, dass das da eingespiesen wird. Nein, das passiert dann wäre tatsächlich es eine aktive, nicht, aber das wäre die noch aktivere Kommunikation. Ja. Genau, das wäre die noch aktivere Fassung, ja. Mhm.
Ich bedanke mich ganz herzlich für den Input, für die Referate, für die Reflexionen über die Ausstellung und auch für Ihre Beteiligung aus dem Publikum mit Fragen, Anmerkungen, Kommentaren aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. Ganz herzlichen Dank, Beifall für Sie alle. Danke sehr.